Sportskamone draußen und ich bin gerade original vom Training zurück und bin, sag mal, mucho caputo gerade. Und ich wollte euch einfach mal zeigen, wie ich dann direkt nach dem Training meinen Shake zu mir nehme. Ihr wisst ja alle, nach dem Training macht es Sinn, schnelles Eiweiß zu nehmen. Also Molke-Eiweiß zum Beispiel, ja, was eine recht hohe biologische Wertigkeit hat. Das heißt, ein Eiweiß, was der Körper sehr, sehr schnell wieder in eigenes Muskeleiweiß umwandeln kann. Zudem aber ist es sehr wichtig, direkt nach dem Training oder unmittelbar nach dem Training erstmal den Glykogenspeicher aufzufüllen, also euren Energiespeicher. Und wenn ihr das halt nicht tut, den Energiespeicher auffüllen nach dem Training, dann verwendet eigentlich der Körper das Eiweiß, was ihr direkt nach dem Training zu euch nimmt, erstmal, um wieder ein bisschen Energie zu gewinnen und verwertet das ganze Eiweiß dann nicht unbedingt, um eure Muskulatur dann aufzubauen. Deswegen immer nach dem Training erstmal direkt etwas Fruchtzucker, Traubenzucker, ja, ein bisschen Dextrose, um den Glykogenspeicher wieder aufzufüllen und ca. 20-30 Minuten ungefähr danach dann schnelles Eiweiß, in dem Fall wahrscheinlich ein Molke-Eiweiß, macht Sinn. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Und zwar habe ich seit einiger Zeit mache ich das so, dass ich mir den Eiweißshake richtig schmackhaft mache. Und zwar das einfach mische, dass ich eigentlich gleich das Molke-Eiweiß mit einem schnellen oder mit schnellen Kohlenhydraten zusammen trinke. Und zwar nehme ich da einfach ein recht hochwertiges Molke-Eiweiß. In dem Fall habe ich hier dieses Designer Whey. Ja, es gibt natürlich auch noch andere gute Eiweißsorten oder Hersteller, die ein gutes Whey machen. Und dann einfach Milch. Nehmen wir das Ganze mit Milch. Und Trick 17 jetzt, ich habe hier ein paar gefrorene Himbeeren, also Fruchtzucker in dem Fall. Und das Proteinpulver ist mit Himbeergeschmack. Und wenn wir das Ganze jetzt einfach in einen Mixer machen, ja, der hier unten so ein Ding hat, wo man das schön verkleinern kann, dann schmeckt das einfach himmlisch, sage ich euch. Und ihr habt dann gleich das schnelle Eiweiß, ihr habt den Fruchtzucker, der euren Energiespeicher dann auffüllt und schmeckt einfach perfekt. Und das kann ich euch einfach nur empfehlen. Es schmeckt dann schön wie so ein Eisshake, Eismilchshake. Und besser geht's in meinen Augen einfach nicht. Also haben wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Erstmal auch den Glykogenspeicher aufgefüllt und einfach richtig schmackhaft geilen Eiweißshake. Ich zeige euch mal eben, wie ich das dann zubereite. So, tam, 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 tam. Und zwar nehmen wir einfach erstmal hier unten die gefrorenen Himbeeren. Natürlich könnt ihr auch, wenn ihr zum Beispiel Bananenshake habt oder sage ich mal Orange, sowas Fruchtiges macht natürlich dann Sinn mit gefrorenen Früchten. Muss es natürlich nicht Himbeer sein, aber am besten natürlich dann auch ein Shake-Geschmack, wo ihr dann die passenden gefrorenen Früchte dazu tut. Schön die gefrorenen Himbeeren rein. Einmal unten immer ein paar, ja. Und dann hauen wir schön die Milch drauf. So, lecker, lecker, lecker. Jawohl. Und dann circa nach dem Training so ungefähr mal 30 Gramm Eiweiß. Macht Sinn. Das sind jetzt in dem Fall, ja, so circa 3 Messlöffel. Dann nehmen wir mal davon. 1, 2, 3. Traumhaft. So. Müssen wir das Ganze einfach nur noch shaken oder mixen. Leider heute nicht das klasse, fette Kochvideo, aber ich sage euch, das schmeckt auch. So, Deckel drauf. Alles wohl traumhaft. So, shake it, baby, 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 yeah. So, drauf und ab. Ja. Und ich sage Leute, wenn man Träume trinken kann, ist das kein Albtraum. Es schmeckt einfach, also ich habe es ja schon mal getrunken, aber ich trinke es nochmal so und er sagt dann, muss man ja im Kochvideo machen, ist ja immer so. Und ich sage euch, es ist echt auch so durch die gefrorenen Früchte natürlich, so richtig wie so ein Eisshake von einer Eisdiele so ein bisschen. Und die perfekte Versorgung nach dem Training für euch mit den Nährwerten. Und ich sage euch, probiert es einfach mal, probiert es aus. Es ist gut, sehr gut und es schmeckt besser als mit so schön warmen Milch, sondern so schön eisig mit Fruchten. Frucht, ja Frucht, sagen wir mal. Was laber ich hier für einen Scheiß schon? Auf jeden Fall probiert es aus, lohnt sich für euch.
Und wenn ihr es einmal getrunken habt, möchtet ihr den Shake eigentlich immer so trinken. Ist natürlich nicht immer möglich. Gefrorene Früchte hat man nicht immer in der Sporttasche. Aber wenn man innerhalb von einer halben Stunde nach Hause kann, kann man sich das so mal reinziehen. Und ich sage euch, das macht Sinn. Haut rein und wir sehen uns im nächsten Video. Ade, ciao.